Auf der Auto Shanghai 2011 im April präsentierte Audi erstmals das Audi A3 e-tron Konzept. Im Grunde ist die Studie zwar schon bekannt, wäre da nicht der Plug-in-Hybrid-Antrieb, der den Kompakten nun auch zur e-tron-Familie zählen lässt. Der Antrieb setzt sich aus der Kombination von zwei Antrieben zusammen. Zum einen der bewährte 1.4 TFSI Vierzylinder mit 211 PS und zum anderen ein 27 PS starkes Elektroaggregat. Das Zusammenspiel beider Motoren beschleunigt das Stufenheck in 6,8 Sekunden auf 100 und weiter bis 231 km/h. Der Verbrauch beträgt im Mittel 2,2 Liter auf 100 Kilometer. Das Herzstück des A3 e-tron Concepts sind die Lithium-Ionen-Akkus hinter den Rücksitzen. Mit einer Ladekapazität von 12 Kilowattstunden sind im rein elektrischen Betrieb Reichweiten von 54 Kilometer möglich. Die viersitzige Stufenhecklimousine bündelt das ganze technologische Know-how der Marke. Vom weiter optimierten Bediensystem MMI über das High-End-Infotainment bis zum Antrieb. Im Innenraum geht's futuristisch zu. Die Instrumententafel verfügt über eine große Applikationsleiste aus massivem Aluminium, die dreidimensional ausgeformt ist und die Bedienfunktionen integriert. Auf der Mittelkonsole fallen die vier großen, runden Luftausströmer im Jet-Design ins Auge. Hinter dem kompakten, unten abgeflachten Drei-Speichen-Multifunktionslenkrad liegt ein neuartiges Anzeigekonzept. Ein Zusatzinstrument visualisiert den Ladezustand der Batterie. Zwischen den großen Runduhren befindet sich das 8 Zoll große Display des Fahrerinformationssystems. Der Radstand von 2,63 Meter gewährt den Formpassagieren auf den beiden Einzelsitzen angenehme Kniefreiheit. Ob und wann das A3 e-tron-Konzept gebaut werden soll, steht noch in den Sternen. Einige Designelemente, Innovationen und vor allem das Antriebskonzept dürfte sich aber in jedem Fall bald in den neuen Modellen der Ingolstädter wiederfinden lassen.